Moin zusammen bei einer neuen Folge von Betreutes Schrauben. Heute steht auf der Bühne ein Otello 125er Roller oder wie er von meinem lieben Freund Marc, dem der gehört, auch gerne genannt wird, sein südkoreanisches Qualitätsprodukt. Ein Qualitätsprodukt deswegen, weil er jetzt schon 41.000 Kilometer auf der Uhr hat. Wir haben schon ein paar Sachen gemacht, Laderegler war mal kaputt, ein regelmäßiger Ölwechsel. Dann haben wir noch irgendwie, weiß ich nicht, hier mal irgendwie am Windschild was gemacht. Hier war ein Windschild dran, das ist dann abgebrochen, da habe ich einen neuen Lenker drauf gemacht. Ist schon sehr gepflegt, sehr alt, aber sehr gepflegt. Jetzt haben wir das Problem, dass die Bremse irgendwie leckt. Die Bremse leckt nur, wenn der, steht jetzt extra falsch hier drauf, weil ich natürlich hier vorne was an der Vorderachse machen möchte. Das heißt, wenn er den abstellt und das Lenkradschloss reinmacht, dann läuft irgendwie Bremsflüssigkeit aus. Das heißt, irgendwie ist der Behälter undicht oder der Geberzylinder oben. Ich kann mir das jetzt gerade nicht so ganz erklären. Ich hatte die Bremse noch gewartet. Ich habe eine neue Bremsscheibe installiert und eine neue Bremsklötze reingemacht. Und jetzt sagt Marc eben, die Bremse läuft aus. Ja, muss man halt mal nachgucken, ne, was da so los ist. Ich habe jetzt hier auch noch eine komplette neue Bremsgarnitur aus dem Schlachtroller da. Das heißt, wenn die Armatur oben kaputt wäre oder undicht, dann könnte man die hier nehmen. Da ist sogar noch Bremsflüssigkeit drin, die könnte man eigentlich 1:1 tauschen. Irgendwann mal die Leitung neu machen, die ist auch nicht mehr die schönste. Diese Teile kosten neu sehr viel Geld. Also ich glaube, alleine diese Bremsarmatur hier oben kostet irgendwie 260 Euro neu. Das lohnt sich bei so einem Fahrzeug einfach nicht mehr. Und deswegen hoffe ich, dass ich heute jetzt hier mit einer kleinen Tausch- und Bastelaktion das irgendwie hinbekomme, dass die Bremse wieder dicht wird und das Marc damit dann gefahrlos weiterfahren kann. Ja, und wie das funktioniert, das zeige ich euch mal. Bevor wir uns hier dran machen und dieses Verkleidungsteil hier abmachen, weil hier ist ja quasi die linke Bremse ist die Vorderbremse, müssen wir uns hier mal diese kleine Popniete hier, so nenne ich die immer, rausmachen. Das ist ein echtes Gefrickel, weil diese Teile laufen immer Gefahr, dass sie kaputt gehen. Ich habe es jetzt schon mal beschädigungsfrei geschafft. Ich weiß gar nicht wie. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Ich glaube, ich mache es aber mit so einem spitzen Schraubendreher hier. Ist der spitz? Naja, geht so. Dann muss man hier, weil da ist zwar ein Kreuzschlitz drin, der bringt aber nichts, weil er einfach nur einrastet. Da taugt hier nicht so viel irgendwie. Man kann auch versuchen, mal unter die komplette Niete zu gehen. Eigentlich ist es ja nicht Sinn der Sache. Ja. Also das ist wirklich fummelig hier. Ah ja. Also mit einem spitzen Schraubendreher sollte man es hinbekommen, hier dieses Innenstück hier rauszubekommen. Ja, das heißt, das kommt jetzt hier raus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unscharf. Ja, das drückt sich dann quasi innen, drückt sich das dann rein und spreizt dann diesen Niet hier auf. Und damit hält das dann. Das heißt, wir machen uns das hier ab. Und ja, stimmt. Eigentlich müsste man den Griff noch ein bisschen abmachen dafür, weil das ist natürlich hier eingeklipst. Ich weiß nicht, ob man das schafft, indem man den Griff hier einfach mal ein bisschen von der Lenkarmatur wegdrückt. Also er ist vorne auf jeden Fall eingehängt. Oder ist er geschraubt? Nein, er ist geschraubt. Vergesst die Schraube hier unten nicht. Hier ist eine Schraube, die den festhält. Die solltet ihr abmachen, sonst macht ihr euch das Teil kaputt. Ja, ist hier so eine Linsenkopfschraube. Dann kommt der nämlich vorne frei. Ach, so wäre es einfacher gewesen. Ne? Also vorne die Schraube abmachen, dann müsst ihr hier gar nicht mehr viel tun. Dann könnt ihr euch das abnehmen. Dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Also das war jetzt eben die linke Seite, jetzt kommt die rechte Seite. Hier ist es ein bisschen einfacher, weil hier kann man nämlich von innen gegen diese Niete durchdrücken. Das heißt, man kann sich hier schon so einen kleinen Spalt schieben und die dann hier beschädigungsfrei rausnehmen. Gut, die kommt jetzt komplett mit, ist kein Problem. Wir schrauben uns die Schraube hier unten ab, die dieses Teil an der Frontverkleidung hier vom Lenker, wo die Blinker auch drin sitzen, festhält und können uns das Teil hier einfach rausnehmen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das hier abkriegen. So, ich bin jetzt hier quasi vorne an der Nase und hier sieht man quasi zwischen dem Schild mit dem Scheinwerfer und dieser Lenkerverkleidung sitzt hier oben eine Schraube drin. Das ist nicht die Originalschraube. Glaube ich jedenfalls nicht. Jetzt mache ich das hier mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, mit einem Schlitzschraubendreher. Das ist natürlich vollkommen Banane, aber der liegt hier gerade rum. Nehmt euch was Ordentliches dafür.
Ich nehme mir auch was Ordentliches dafür, weil so macht es keinen Spaß. Mit dem kleinen Phasenprüfer das zu machen. So. Dann dreht ihr euch diese Schraube raus. Ganz schön viel Gewindegänge hier. Komm schon, Hasi. So. Ja, die ist ganz schön lang. Ja. Ich würde sagen, hier eine 50er oder 60er M6 ist das. So, jetzt haben wir das auch schon lose. Und jetzt machen wir uns mal die Spiegel ab. So, um die Spiegel abzumachen, braucht ihr einen 6er Inbusschlüssel. Es kann sein, dass ihr hier oben noch die originalen Plastik- oder Gummikappen drin habt. Die fehlen jetzt hier, weil hier, wie gesagt, das Windschild dran war. Deswegen habe ich die auch nicht mehr oder nicht gehabt oder verschlammt oder wie auch immer. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und schrauben uns hier die Spiegel mit dem 6er Inbus hier einfach mal raus. Das sind hier Inbusschrauben, die gehen quasi oben in den Lenker rein. Die müssen wir abmachen, damit wir vorne dieses Verkleidungsstück hier abmachen können. Sonst kommen wir da, haben wir keine Chance, da an die Bremse dran zu kommen. Spiegel Nummer 1. So. Und nach ein bisschen weiterem Drehen auch Spiegel Nummer 2. Ja, sieht jetzt schon recht nackelig aus von hier. Und jetzt müssen wir mal gucken, welche Schrauben wir uns hier hinten noch abmachen müssen, damit dieses vordere Verkleidungsstück hier abgeht. Also hier ist jetzt folgendermaßen. Wir haben jetzt hier, also ich sehe jetzt hier 4 Schrauben. Ich muss gleich mal schauen, ob das auch alle sind. Und zwar die beiden Schrauben hier oben über dem Tacho. Die machen wir uns jetzt mal ab. Die halten dieses Teil auf jeden Fall vorne fest. Auch so Linsenschrauben, so Linsenkopfschrauben. Ja, man merkt schon, dass es hier jetzt einen Spalt gibt. Das heißt, das Teil möchte auch langsam weg und das kommt mir sehr entgegen, weil ich will es ja abhaben. Und jetzt gibt es hier noch 2 Schrauben. Und zwar hier, also hier unter dem Warnblinklichtschalter und quasi genau gegenüber gibt es auch noch eine. Die machen wir uns auch mal ab. Auch Kreuzschlitzschrauben. Ja, jetzt merkt man schon vorne, dass das deutlich loskommt. Ich lasse die jetzt hier einfach mal hängen. Die Schraube, die fällt mir gleich wahrscheinlich auf die Bühne drauf. Aber ich muss hier sicher gehen, dass ich das Teil hier vorne mal festhalte, dass mir das nicht fliegen geht. Das wäre schlimmer als diese eine Schraube hier. So, die habe ich jetzt gerettet gerade. So, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Das ist hier oben geklipst. Der eine Clips ist schon ausgebrochen. Hier oben ist eine Nase. Der eine Clips ist schon kaputt. So, der hier ist noch heile. Jetzt haben wir das Ding in der Hand. Jetzt können wir uns hier, da sind ja nur die Blinker dran. Sind hier mit 2 Steckern dran. Da drücken wir uns einfach auf die Stecker drauf. Das seht ihr dann, wenn ihr das vor euch habt. Das ist ganz einfach. Das heißt, ihr drückt hier einfach drauf. Und dann gehen die Nasen runter und dann könnt ihr euch das Ding komplett so, wie es ist, abnehmen. Ich sehe gerade, dass dieses Gewinde es hier hinter sich hat. Das war da, wo die Schraube noch gesteckt hat. Das ist das Gewindestück, was hier noch heile ist. Das hier ist von der Bremsflüssigkeit zerfressen. Nee. Ich habe ja eben Quark erzählt. Das ist die Hinterradbremse. Rechts ist die Vorderradbremse. Man sieht hier, wie die Bremsflüssigkeit gearbeitet hat. Es kommt mir hier der Lack entgegen. Ja. Ich habe das in den anderen Videos schon mal gesagt, wie aggressiv das ist. Hier sieht man das. Es entlackt komplett die Teile. Sehr schönes Beispiel, dass man es vermeiden sollte, das irgendwo drauf zu kriegen. Hier ist es halt passiert. Und deswegen hat dieses Gewinde jetzt auch dran glauben müssen beim Rausdrehen der Schraube. Ich weiß gar nicht, wo der Rest jetzt ist. Der müsste hier runtergefallen sein. Ich weiß gar nicht, wo ist es hin? Ja, also, ne, das sieht man jetzt, das Teil ist eigentlich da schon an der Stelle nicht mehr zu gebrauchen. Ich muss mal schauen, wie ich das nachher wieder ordentlich drauf kriege, weil ich habe das Verkleidungsteil jetzt nicht zweimal da. Gut, jetzt machen wir mal vorne weiter. So, wir sind jetzt quasi hier oben am Handbremszylinder und ich habe gesehen,
Die Flüssigkeit kommt auf jeden Fall vom Reservoir hier runtergelaufen. Ne? Das heißt, hier unten ist es feucht, hier unten drin. Hier ist der Geberzylinder von der Bremse. Das ist der Zylinder, der quasi den Druck aufbaut. Da ist eine Membran drin, hier unten, eine Staubkappe. Würde die Flüssigkeit hier unten rauskommen, würde ich das sehen. Weil hier ist sogar noch Staub drauf, der wäre dann wahrscheinlich weggewaschen. Den habe ich jetzt gerade mal weggewischt. Das heißt, hier kommt es nicht raus. Das heißt, es kommt oben von der Dichtung. Ich habe gerade eben mal geschaut, was das kostet. Ich dachte mir so, das kostet wieder bestimmt wieder ein Vermögen, aber es geht. Die Membrane kostet irgendwie 2,60 Euro. Ich mache das jetzt nochmal auf. Membrane kostet 2,60 Euro und ich gehe davon aus, dass die hier einfach undicht ist. Diese Schrauben hier, ne? Also ich weiß nicht, wie die Leute da mal dran gehen, mit welcher brachialer Gewalt. Die sind fast immer rund. Deswegen sage ich immer, wenn ihr die aufmacht, schön aufdrücken, den passenden Schraubendreher nehmen, PH1 bitte, in dem Fall hier auch. Schön aufdrücken, damit ihr euch die nicht rund dreht. Das Deckelchen mal auf. Ja, also schön ist das nicht mehr. Ich meine, klar, das ist jetzt 16 Jahre alt oder 17 schon. Die Membran sitzt hier auch nicht. Seht ihr das? Ich sehe das jedenfalls gerade. Die sitzt hier nicht drauf. Das kann so nicht funktionieren. Ja, die ist irgendwie mal krumm gedrückt worden oder was auch immer. Und ich werde jetzt, ja, da ist immer noch ein bisschen Suppe drin. Ich werde jetzt hingehen, neue Membran kaufen. Die Schrauben kosten, Trommelwirbel, 4,89 Euro das Stück. Ich habe gerade eben mit Marc telefoniert. Marc hat gesagt, Gunnar, weißt du, bestell einfach zwei. Ich bezahle dir die, ist kein Problem. Habe ich gesagt, ja gut, ne, könntest du auch in Gold aufwiegen. Ich habe mir nochmal eine Membran dazu bestellt, falls meine mal kaputt geht. Meine Schrauben sind nämlich noch sehr, sehr ordentlich, weil ich der Einzige bin, der die aufgemacht hat. Das heißt, ich werde die Membran tauschen. Ja, das geht so nicht hier. Also das klappt nicht, das wird nicht dicht. Die Membran liegt hier vorne nicht auf. Das Problem ist immer, ne, ihr könnt da nicht festhalten. Das heißt, wenn ihr euch dieses Plastikstück, was ihr hier habt, was unter dem Deckel drunter ist, wieder da drauf macht, dann drückt ihr euch die Membran wieder hier rein. Ne, die liegt dann niemals hier zwischen den beiden Metallplatten auf, wo die hin soll, wo die eigentlich dichten soll. Das funktioniert nicht mehr. Ja, und für 2,60 Euro, man sieht es hier. Na, hier unten ist quasi ein Spalt. Und hier oben, ne, hier oben ist der Spalt, hier oben ist, sieht man den Spalt quasi gar nicht mehr. Und deswegen, das mache ich neu. Für 2,60 Euro mache ich die neu. Ich baue das jetzt alles wieder zusammen hier. Ja, das passt nicht. Also jetzt ist vorne, hinten und hinten vorne. Moment. Aber ihr habt es gesehen. Sieht man das? Sieht es doch. Ja, man sieht es nicht ganz. Moment. So. Jetzt kann man hier ein bisschen justieren. Ich sehe gerade, dass man hier wirklich überhaupt ja nichts sieht. Das ist natürlich unpraktisch. Jetzt sieht man es. Es dichtet hier vorne nicht. Ja, das kann nicht funktionieren. Die Dichtung ist einfach... Die ist einfach, die hat sich so verzogen, weil die irgendwie mal falsch festgemacht worden ist. Das habe ich ja gerade gesagt, ihr macht euch das Deckelchen drauf. Das Deckelchen schiebt euch die Dichtung weg. Hier ist ein Spalt. Hier kommt, läuft die Bremsflüssigkeit raus. Ne? Das klappt nicht. Die mache ich neu. Also habe ich jetzt gerade schon bestellt. Und dann mache ich das neu und dann drehe ich das Video weiter. So, ich habe mir jetzt mal hier quasi wie versprochen diese Membran besorgt. Also in neu. Und die beiden Schräubchen, die hier oben reinkommen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir machen hier nochmal auf. Also diese Schrauben hier, die sind wirklich, die sind einfach durch. Die kommen weg. Also ich weiß nicht, hier sieht man das hier? Nee. Das kann man nicht mehr Gewinde nennen, was da drin ist. Das war mal ein Gewinde, aber jetzt ist es das nicht mehr. Und genau deswegen habe ich ja diese neuen Schrauben gekauft. Hier geht es gerade noch. Aber auch nichts, was man irgendwie wiederverwenden möchte. Deswegen wandern die in die ewigen Jagdgründe. Jetzt haben wir hier wieder unser Deckelchen. Und die alte Dichtung, die fliegt jetzt auch direkt weg. Legt die am besten auf ein Tuch drauf, dass die euch nicht irgendwas verätzt oder was auch immer. Jetzt machen wir wieder den alten Trick mit der alten Bremsflüssigkeit, weil es ist ja noch was drin hier. Das möchte ich natürlich jetzt hier raus haben. Und dafür habe ich ja nach den ganzen Tipps, die hier kamen, ich habe das ja früher mit einem Tuch gemacht, das ist jetzt nicht so sauber, mache ich das jetzt hier mal mit einer Spritze.
Also nee, das ist nicht mehr schön hier. Das ist nicht mehr schön. Also ich weiß auch jetzt ganz im Ernst, ich hatte ja gesagt, ich habe die Bremsklötze erneuert. Wahrscheinlich war so wenig Bremsflüssigkeit drin, dass ich hier einfach den Rest hochgedrückt habe. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und da auch gar nicht das Behältnis hier oben aufgemacht habe, sonst wäre mir das ja aufgefallen mit dieser Geschichte hier. Wie das gekommen ist, weiß ich nicht. Boah, nee, also da. Q-Tipps. Haben wir noch welche? Einen. Ja, ist ja toll. Wo ist die Frau im Haus, die diesen Tausender-Pack Q-Tipps im Vorrat hat? Boah, boah, nee. Also das hier ist wirklich. Ne, das muss raus. Das ist eine Geschichte, die möchte ich da nicht drin haben. Mit diesem einen Q-Tipp hier halbwegs da was rausgezogen kriegen. Das gleich schon mal mit einem Lappen ordentlich machen. Kriege ich da Besuch? Ich glaube ja. Wird nur die Vogeltränke aufgefüllt draußen. Sehr gut. Boah, nee, also das hier ist wirklich. Ja, so, jetzt haben wir es mit Q-Tip gemacht. Jetzt stecke ich da nochmal ein Tuch rein irgendwie. Will da möglichst viel von dem Zeug hier mit rauskriegen. Ich habe jetzt immer noch so ein ganz kleines bisschen Bremsflüssigkeit hier auf dem Ventil oben stehen, beziehungsweise auf dem Einlassloch vom Geberzylinder. Da brauche ich jetzt mal Q-Tip hingeschmissen hier so. Mein letzter Q-Tip. Boah, hat schon mal rein übergeben oder was? Nee. Ja. Gut. Ja, aus dem Action. Alles klar. Das heißt, wir machen die alte Bremsflüssigkeit wieder zu und nehmen uns etwas Neue her. Dann füllen wir auf. Ich weiß jetzt nicht, das versaut wahrscheinlich das komplette Bild, was ihr hier seht. Ah, schön. Problem beim Otello ist, das Schauglas ist hier vorne. Also ihr könnt das wahrscheinlich, kann man das hier sehen? Ja, man kann es sehen. Das Schauglas ist vorne. Es gibt hier oben ein Plastikteil, wo normalerweise, wenn das neu ist, durchgucken kann. Das wird mit der Zeit aber so blind, dass man hier quasi gar nichts mehr sieht. Ich kann da zwar gucken, aber ich sehe da nichts mehr durch. Ich sehe jetzt aber, ich habe ein bisschen zu viel eingefüllt. In meinem Elan hier wieder neues Zeug reinzukriegen. Das heißt, ich lasse jetzt noch mal ein bisschen raus. Spritzchen. Ein bisschen viel. Aber wichtig ist ja, dass bei allen Lenkerpositionen dieser Stand möglichst, ja, nicht über den Rand hinausgeht von dem Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter. Und das ist nur gegeben, wenn der Stand hier eben stimmt. Mal von hier gucken. Moment. Ja, das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Das ist jetzt nicht zu viel und nicht zu wenig. So, wollen wir die neue Membran. Was ich im Video gesagt habe, wenn ihr die erste Membran reintut und dann das Deckelchen drauf, dann drückt ihr euch die Dichtung platt. Tja, man kann es ja auch schlau machen, indem man die Dichtung zuerst aufs Deckelchen macht. Aha. So. Wenn ihr das macht, lauft ihr euch nicht Gefahr. Ne? Das Deckelchen hat ja hier quasi so eine Kunststofferhebung, nenne ich das jetzt mal. Ne? Hier dieses Quadrat, den Schraubenaussparungen. Das passt natürlich ganz genau hier rein. Die hat keine Einbaurichtung, die sieht von beiden Seiten gleich aus. Das heißt, es ist egal, wie ihr die drauf tut. Die macht ihr einfach drauf.
Und dann oh, steht Disc Brake drauf. Macht man so, dass man es lesen kann, obwohl eine Verkleidung drüber ist. Setzen wir uns das wieder hier drauf. Das fühlt sich deutlich besser an. Das fühlt sich so an, als würde das da saugend reingehen. Was für mich im Umkehrschluss jetzt heißt, dass das auch dicht wird. Das sehen wir uns bei unseren neuen Schrauben hier. Machen die da rein. Drehen hier ein bisschen an. Drehen da ein bisschen an. Na, schön aufdrücken den Schraubendreher. Und dann hier ein bisschen überkreuzen, ne, damit sich das hier nicht verspannt. Und dann fest. Noch fest kommt ja ab. Aber das, die Schrauben sind neu. Wenn man jetzt hier nicht mit schwerem Gerät dran geht, sollte man die das nächste Mal, falls es noch ein nächstes Mal gibt, ich hoffe, Marc will den Roller so lange behalten, dass es ein nächstes Mal gibt, dass man die dann wieder aufbekommt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen Druckpunkt haben. Den haben wir. Ich werde das Teil natürlich gleich mal Probe fahren, bevor ich das dem Marc wieder übergebe. Das fühlt sich aber super an. Und jetzt fangen wir wieder an mit Verkleidung zusammenbauen. So, wir bauen uns das Verkleidungsteil jetzt wieder an. Da hatten wir ja eine Schraube, die war irgendwie gebrochen, beziehungsweise das Schraubengewinde war kaputt. Ich habe jetzt mal einen Kabelbinder reingemacht. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Probieren kann man das. Kein Problem. Das, was wir dafür machen müssen, ist eigentlich nur hier die Blinker wieder anzustecken. Das ist alles, was wir abgemacht haben. Komm schon. So. Rechts und links dazu. Klemmt das denn hier? So, jetzt. Passt auf, dass ihr euch hier die Fassung nicht rauszieht oder so. Oder die Stecker, die an den Lampen selber dran sind, an den Blinkerlampen. Das hatte ich ja gesagt, hier oben sind Nasen drin. Die auf der linken Seite, die geht noch. Die auf der rechten Seite ist schon abgebrochen. Das heißt, wir hängen das jetzt hier oben in diese Nase ein. Dann geht das auch direkt ziemlich an die Stelle, wo das auch hin soll. Ich guck mal unten mit dem Schraubenloch. Das sollte aber auch gehen. So, wo hängt das jetzt? Das hängt noch irgendwo. Genau, die Verkleidungsteile müssen hier natürlich ineinander greifen. Hier oben auch. Genau wie auf dieser Seite. Das tun sie aber hier. Das Einfachste ist das, glaube ich, wenn ich mir erstmal diese Schrauben von oben hier reindrehe. Das sind quasi diese mit dem großen Kopf hier aus oder Messingfarben sind die. Das sind die, die hier oben drin sind. Was ist das? PH1. Jo, passt. Rechte Seite. Und der linke folgt zugleich. So, jetzt probieren wir mal. Also die schwarzen Schrauben hier, das sind die Schrauben, die quasi hier unten reinkommen. Wenn ihr gesehen habt, wie das auseinander geht, ich zeige das jetzt nicht nochmal von hinten hier, aber ne, macht es vorsichtig, überdreht es nicht, weil es ist auf der anderen Seite kein echtes Gewinde, sondern sind so ja, wie Holzschrauben eben. Jetzt haben wir die Kabelbinderseite, mal gucken, ob da irgendwas greift. Ach, das funktioniert ja besser als gedacht, oder? Da ist doch dran. Hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe da, wie gesagt, ich habe da nur einen Kabelbinder reingetan, der da jetzt als Gewinde fungiert. Das ist ja irre. So. Jetzt haben wir hier die Seitenteile, die am Lenker hier dran kommen. Ich muss mal gucken, welcher ist. Der kommt hier hin. Da haben wir diese Spreiznieten. Ne? Da müsst ihr diesen Spreiznied, am besten zieht ihr den ganz raus. Dass der raus ist, dann steckt ihr euch das Gegenstück von dem Spreiznied wieder hier rein und könnt das hier einfach einsetzen. Die werden ja gleich auch nochmal verschraubt. Ja, setzt euch den Spreiznied erst ein, nachdem ihr das Teil hinter den Griff gefummelt habt hier. Das ist nämlich wichtig. Das bleibt dann auch von alleine sitzen hier, weil das durch den Griff gehalten wird. Setzt euch das Spreiznietstückchen ein und drückt den Stift in die Spreiznähte. Zack und fest ist es. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Schrauben übrig. Einer ist hier für die linke Seite.
Dann drehen wir uns das Teil jetzt von unten fest. Also die Schraube kommt von unten. Beim Auseinanderbauen habt ihr das ja gesehen, wie das passiert. So, Seite 1. Und dann machen wir uns hier auf der rechten Seite genau dasselbe. Wir nehmen die Spreiznähte raus, setzen das Teil einfach mal ein. Ach, hier ist sogar vorne noch die Nase dran, die fehlt auf der anderen Seite. Setzen uns das ein, setzen uns unseren Spreiznäht hier rein. So, drin ist er und drücken uns den Stift vom Spreiznäht rein. Das heißt, dann wird der Niet innen gespreizt, deswegen heißt er ja so, und hält das Teil hier fest. So, wunderbar, würde ich mal meinen. So, die Spiegel drauf drehen. Das müsste links sein. Ja, Inbus wäre nicht schlecht. An der Stelle, was hatte ich gesagt, das ist ein, was war es, ein Sechser. Jo, Sechser Inbus, das kann ich auch auf der Seite stehen bleiben hier. Ja, leider fehlen hier diese Plastikkäppchen, die hier das hier oben verdecken. Die sind so eine ganz spezielle Form, da kann man nicht einfach irgendwas nehmen. Und die sind wirklich original von Delim. Der ist ein bisschen beweglich. Ich gucke gleich mal, ob das funktioniert. Auch einen anderen noch fest hier. Soll natürlich auch was sehen, ne? Dafür ist ein Rückspiegel ja da. Das war wirklich schade, das Windschild, was hier drauf war, das war echt cool. Das hatte ich mir aus dem Schlachtroller. Das war auch zugelassen für das Modell. Bloß ist das Windschild halt auch nur an den Spiegelhalterungen mit dem Lenker befestigt. Und die sind natürlich im Ursprungszustand nur dafür ausgelegt, auch einen Spiegel zu tragen. Das heißt, wenn du da Windlast drauf hast, dann kommt es dann irgendwann zu einem Ermüdungsbruch. Oder kann dazu kommen, wenn du irgendwie Kopfsteinpflaster fährst oder was. So, jetzt haben wir die Spiegel dran. Jetzt fehlt die Schraube vorne noch. Nicht, dass ich sie vergesse. Das ist diese lange, also mir ist es eine Kreuzschnittschraube. Ich glaube, das ist auch das Original. Obwohl die mir sehr, sehr neu aussieht. Die hält hier unten das Verkleidungsteil wirklich am Lenker fest. Da ist eine Aufnahme für. Das ist ein echtes Gewinde. Das dreht ja nicht in Plastik rein. Das ist eine Maschinenschraube. Im Gegensatz zu allen anderen Schrauben, die ich gerade abgemacht habe. Das sind eher so, ja, Holz oder Plastik oder Verkleidungsschrauben. Das hier ist eine Maschinenschraube M6. Die ist sehr, sehr lang. So, sehr viel Kurbeln hier. Also es ist PZ2. Ich glaube kaum, dass das Original ist, aber es funktioniert. Es hält. Was ich jetzt hier sehe, gefällt mir irgendwie gar nicht. Da muss ich nochmal gucken. Das ist das Deckelchen, wo man normalerweise den Bremsflüssigkeitsstand kontrolliert. Sitzt hier nicht, wie es soll. Es hat auch unten keine Nase mehr. Also man findet einfach so viele Teile hier an dem Otello, wo dann die Nase fehlt oder wo jemand das mal abgebrochen hat. Ich habe das unten mit Gaffer einfach festgeklebt. Aber es sitzt hier noch nicht richtig drin. Oder es wird von unten irgendwie hochgedrückt. Aha. Ja. Kommt wieder raus. Da muss ich mich gleich mal drum kümmern. Das kann so nicht bleiben, sonst geht uns das verlustigt irgendwie. Ich mache jetzt erst noch eine Probefahrt und guck mal, ob unser Problem hier behoben worden ist. So, ich habe jetzt noch eine Probefahrt gemacht gestern Abend und habe den heute Nacht mal stehen lassen, quasi in der Lenkradsperre. Das heißt, wie man den abschließen würde, wenn er vor der Haustür steht. Und ja, was soll ich sagen? Nix. Nix passiert. Alles dicht. Bremse ist immer noch genauso wie vorher. Druckpunkt ist genau wie vorher. Das heißt, es lag de facto an der undichten Dichtung von dem Ausgleichsbehälter oben. Das Wichtige ist eigentlich eher, was man in dem Video hier sieht, wie baut man die Verkleidung ab, dass man sich nichts kaputt macht. Und dieses Dichtungswechsel war eher ein kleines Gimmick. Ich habe gesehen, ich habe in dem Video vergessen, die Schraube hier dran zu machen. Die ist aber natürlich dran, weil sie hinten auf der Sitzbank lag. Die Schraube hier vorne ist leider wieder fliegen gegangen. Naja, Kabelbinder hat dann wohl doch nicht gehalten. Generell hält die Verkleidung aber. Ne? Hier, diese Geschichte ist, da drückt der Bremsausgleichsbehälter von unten gegen. Das habe ich mir hier unten mal angeschaut. Das heißt, wenn das Verkleidungsteil hier ordentlich aufsitzt, dann ist da eh Druck drauf. Weil hier das Näschen abgebrochen ist auf der rechten Seite von mir aus. Jetzt kommt der ein bisschen hoch.
Ja, ich habe jetzt keine Angst, dass der hier verloren geht, weil er auf der anderen Seite hier auch noch Klipse hat, die hier eigentlich auch einrasten würden. Naja. Ich habe so ein Teil nochmal da, das ist leider verkratzt, deswegen habe ich das gewechselt. Hat auch eine ganz leicht andere Farbe hier. Aber egal. Ja, das dazu. Und ich hoffe, das Video hat euch in irgendeinem Fall geholfen, wo ihr gesucht habt, wie mache ich das auseinander oder was mache ich da. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Betreutes Schrauben.